Die Stadt untersagt das Heimspiel der HSG Konstanz gegen den HSV Hamburg. Ankündigung, dass Schulen und Kitas geschlossen werden. Schließung aller Sportstätten und die Stadt untersagt jeglichen Trainingsbetrieb. Absagen zukünftiger Sportveranstaltungen wie der Superball der HSG, Bodenseewoche, Frauenlauf oder der Techniker Beach Tour. Die Wucht der Auswirkungen der Pandemie hat auch den Konstanzer Sport voll getroffen. Mein Name ist Martin Müller, ich bin beim Stadtsportverband für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit zuständig und habe hier neben mir Patrick Klatt vom Amt für Bildung und Sport und Thomas Keck, erster Vorsitzender des Stadtsportverbands. Wir möchten heute darüber sprechen, wie die derzeitigen Auswirkungen auf die Vereine sind und was die Stadt für Möglichkeiten hat. Die Konstanzer Sportvereine sind hauptsächlich ehrenamtlich organisiert. Dies bedeutet, es stehen Menschen dahinter, welche nun andere Probleme derzeit haben. Sie müssen ihren Tagesablauf völlig neu organisieren. Aber sie haben noch einen Verein, der manchmal wie ein kleines Unternehmen ist. Fixe Kosten, festangestellte Trainer oder Übungsleiter und Mitglieder, welche eine Leistung erwarten. Thomas, du bist erster Vorsitzender des Stadtsportverbands, welche die Interessensvertretung der Konstanzer Sportvereine gegenüber der Verwaltung wahrnimmt. Du bist am Puls der Vereine. Wie geht's denen? Ja, Martin, schon vor Beginn der derzeitigen Ausmaße in dieser Corona-Krise zeichnete sich ein für mich grausames Bild der Zukunft mancher Sportvereine. Schon damals ging es um Absagen, die, wie du gerade erwähnt hast, von Vereinsveranstaltungen und großen Turnieren. Daher kann es mir nicht gut gehen. Die aktuelle Corona-Krise hält uns alle in Atem. Gegenwärtig gilt es, dass sich jeder Einzelne im Sinne der Gesellschaft verantwortlich verhält. Dazu gehören aber auch Absagen von Veranstaltungen oder auch Schließungen von Sportstätten, die wir zwar mit Wehmut beobachten, aber vor dem Hintergrund des Schutzes vor allen Mitbürgerinnen und Mitbürger sehen wir dieses als selbstverständlich, stellen wir das nicht in Frage. Patrick, die Vereine sind für die Stadt wichtig. Sie füllen oftmals Lücken, welche von der Verwaltung oder Kommunen nicht erfüllt werden können. Sind Vereine bereits an die Verwaltung herangeraten? Ist dir was bekannt? Wie könnt ihr derzeit kurzfristig helfen? Natürlich sind Vereine schon an uns herangetreten. Es ist gestartet mit der damaligen Schließung der Sportanlagen. Hier ging es aber hauptsächlich darum, wie können wir mit der Situation umgehen? Wie müssen wir gegenüber unseren Mitgliedern das Ganze argumentieren? Wie lange dauert das auch gegebenenfalls? Man hat dann gemerkt, so in den letzten ein, zwei Wochen, dieser finanzielle Aspekt, der damit zusammenhängt, der kommt immer mehr. Wir sind jetzt so weit, wir haben Vereine, die eigene Immobilien haben, wo eigene Gastronomiebetriebe integriert sind, dass die Gastronomen nicht mehr bereit sind, ihre Pacht zu zahlen, weil sie jetzt schlussendlich auch keine Einnahmen haben. Also hier wird noch ein Schlag auf die Vereine zukommen im finanziellen Bereich. In welchem Ausmaß können wir leider derzeit auch noch nicht abschätzen. Auf jeden Fall können wir abschätzen, dass wir zurzeit stadtintern ein Unterstützungsprojekt starten wollen. In welcher Form das auch wirklich aussieht, das können wir aktuell noch nicht sagen, weil es sich noch im absoluten Anfangsstadium befindet. Aber die Stadt wird hier auch die Vereine unterstützen. Genau, die Unterstützung erfahren die Konstanzer Vereine oftmals aus der Wirtschaft. Sei es durch Trikotwerbung, Anzeige im Stadionheft oder Arbeitsplätze für die Spieler. Die Zeichen aus der hiesigen Wirtschaft sind derzeit nicht gut. Thomas, du bist selber Unternehmer und Unterstützer des Sports. Könnten hieraus Probleme für die Zukunft der Vereine entstehen? Ja, natürlich. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Krise werden extrem spürbar. Viele Unternehmen werden oder haben schon Einbrüche bekommen. Daher könnte schon das eine oder andere Unternehmen sich aus den Bereichen des Sponsorings oder einfach nur aus einer kleinen Vereinsunterstützung, in welcher Form auch immer, zurückziehen. Das kommt ganz auf die Liquidität des Unternehmens an. Ich sag mal so, bevor ein Unternehmen in Konkurs geht, werden alle Ausgaben überprüft. Leider fallen dann soziale Unterstützungen als erstes meistens dem Rotstift zum Opfer. Mir kam es auch jetzt schon zu Ohren, dass es in einem einzelnen Fall jetzt schon zu Rückgängen kam. Und ich hoffe, das macht keine Schule. Patrick, wir sehen, die Herausforderungen werden durch Corona für die Vereine nicht kleiner. Welche Möglichkeiten siehst du von der Seite der Verwaltung, die Zeit nach Corona den Vereinen Hilfeleistungen zu geben?
Für mich stellt sich hier am Anfang die Frage, wann ist die Zeit nach Corona? Wie stark sind hier die Auswirkungen? Sprechen wir von der Zeit der Schließung bis Mitte April? Sprechen wir von längeren Zeiträumen? Somit, das ist jetzt halt auch noch sehr vage. Wir können nur aktuell unterstützend und beratend zur Seite stehen, können versuchen, hier die Vereine auch hinsichtlich rechtlichen Fragen zu unterstützen, sei es, wie gehe ich mit der Jahreshauptversammlung, die in den meisten Fällen im Frühjahr stattfindet, um, wie kann man hier das Ganze auch gegenüber den Mitgliedern kommunizieren. Mitgliedsbeiträge wollen wir gar nicht erwähnen. Auf jeden Fall werden wir seitens der Stadt an unseren Fördermodellen festhalten. Das heißt, die allgemeine Jugendförderung wird im Juni ausgezahlt, die erweiterte Jugendförderung wird dieses Jahr ausgezahlt, die klassischen Sportförderbereiche werden auch abgedeckt werden. Wir stehen auch mit dem Badischen Sportbund in Verbindung. Hier geht es darum, wie gehen wir im kommenden Jahr mit der Förderung der Übungsleiter um. Zurzeit können die Übungsleiter keine Stunden ableisten, wir fördern aber die geleistete Übungsleiterstunde. Was für Modelle gibt es hier? Wie können wir damit umgehen? Ich denke, wir müssen auch einen positiven Aspekt daraus gewinnen. Und zwar, so tragisch es ist, dass die Sportanlagen geschlossen sind, jetzt haben wir als Verwaltung mal die Möglichkeit, die Sportanlagen wirklich wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt, normalerweise haben wir keine Zeiträume, in denen wir mal notwendige Reinigungs-, Sanierungs- oder sonstige Maßnahmen durchführen können. Die sind jetzt tragischerweise da, aber wir können jetzt halt hier vorausarbeiten und es dem Konstanzer Sport ermöglichen, dass nach der Corona-Krise er die bestmögliche Sportinfrastruktur in der Stadt zur Verfügung hat. Mhm. Schön in der heutigen Zeit, wenn man was auch Positives am Ende vom Tunnel sieht. Thomas, was kann der Stadtsportverband konkret für die Vereine derzeit tun? Wie können sich die Vorstände informieren? Welche Ansprechpartner stehen derzeit zur Verfügung? Ja, also wir vom Stadtsportverband sind professionell sehr gut aufgestellt. Für jeden Fachbereich des Sports steht ein fachkundiges Vorstandsmitglied zur Verfügung. Wir stehen solidarisch zu und für unsere Mitgliedsvereine. Informationen erhalten Sie gerne auf unserer Homepage www.ssv-kn.de. Ja, generell, wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Vereine zu unterstützen mit all unseren Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an. Gut zu wissen. Patrick, wenn ich jetzt Vereinsvorsitzender wäre, ja, konkretes Problem und Fragen habe, an wen wende ich mich derzeit? Ja, natürlich an uns. Also okay. Das Amt für Bildung und Sport ist weiterhin besetzt. Manchmal aus dem Homeoffice, manchmal im Büro. Wir sind aber für Sie telefonisch und per E-Mail erreichbar. Sie kennen die Ansprechpartner bei uns im Büro. Somit hier können wir und werden wir beratend weiterhin zur Seite stehen. Ich möchte aber jetzt auch diese Möglichkeit nutzen, einen kleinen Appell an unsere Sportlerinnen und Sportler in Konstanz richten. Wir wissen, in der jetzigen Zeit schränkt die Krise unseren Bewegungstrieb extrem ein. Die Sportanlagen sind geschlossen, Vereinsangebote finden nicht statt, das Fitnessstudio ist zu. Das mag tragisch sein, aber ich bitte Sie, bleiben Sie weiterhin sportlich aktiv. Ich hätte es für meine Person selber nicht geglaubt, dass man wunderbar zu Hause im Wohnzimmer Fitnessübungen, Gymnastikübungen machen kann, dass man hier wirklich schwitzend in der eigenen Wohnung sportlich aktiv bleibt. Also nutzen Sie die Chance, bleiben Sie aktiv, nutzen Sie die Online-Portale, nutzen Sie die YouTube-Channels zu den verschiedenen Angeboten. Gehen Sie alleine oder gegebenenfalls mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner joggen, das ist in Ordnung. Aber, und das ist mir wichtig, der Sport hat immer einen Vorbildcharakter und diesen sollten Sie sich auch bewusst sein. Das heißt, vermeiden Sie große Aufläufe, treffen Sie sich nicht in Gruppen, sondern gehen Sie alleine joggen, machen Sie alleine Ihr Sportprogramm und dann wird Konstanz sehen, wie der Sport gestärkt auch diese Krise überwindet und wie der Sport sich danach wieder in Konstanz präsentiert. Wenn der Patrick seinen YouTube-Channel aufmacht, verspreche ich, mache ich auch einen auf. Ja. Thomas, noch mal ein paar Worte. Ja, einfach nur zum Abschluss. Generell bin ich mir sicher, dass unsere Sportgesellschaft in dieser besonderen Situation Charakter zeigen wird und wir mit einem hohen Maß an Besonnenheit, Verantwortung und Solidarität
diese schwierige Zeit gemeinsam durchstehen werden. Viele sind nun mit ihren Kindern zu Hause. Kein Sport am Montag, kein Tennis am Dienstag, kein Volleyball am Donnerstag. Sie merken erst jetzt richtig, was vielleicht die Vereine für Arbeit leisten. Nicht nur die sportliche Fitness, sondern auch die sozialen Kontakte und vielleicht auch das Lernen von Verantwortung und Regeln. Vereine sind wichtig für die Stadt und ihre Mitbürger. Tun Sie alles dafür, dass die Vereine, welche der Pulsschlag der Stadt sind, auch nach der Zeit von Corona noch da sind.